Heute stellen wir euch eine weitere Soundbar vor, und zwar von LG, die LG Meridian DSP9YA. Ja, ihr habt gerade gesehen, wie leicht der Aufbau wirklich ist, ging super schnell. Wir brauchen nur eine Stromkabel hier für die Soundbar und für den Subwoofer. Wir können noch zusätzliche Rücklautsprecher kaufen, die verbinden sich wireless genauso wie diese beiden Geräte hier sofort und funktioniert tadellos. Aber hier so in dem Paket, in Anführungsstrichen, sind nur diese zwei Geräte. Und ich muss sagen, einfacher kann LG es gar nicht mehr machen. Ich möchte euch gar nicht so viel mit den ganzen technischen Details hier zulabern, sondern ich möchte einfach sagen, es ist ein wirklich tolles Gerät, also eine tolle Lautsprecherkombination, die unheimlich gut ausschaut, sie ist schön verarbeitet. Ich finde, das ist ein sehr schöner Subwoofer, das muss ich ja auch immer noch gut einfügen, so ins Wohnzimmerambiente. Mit Stoff drumherum, sieht toll aus, wir haben den Lautsprecher also nicht freiliegend, macht er einen unheimlich hochwertigen Eindruck, gerade in dieser Preisklasse, muss ich sagen. Toll gebürstetes Aluminium hier, sieht schön aus, wir können hier vorne mit Touch bedienen und wir haben hier dann noch ein kleines Display, was uns dann die verschiedenen Funktionen anzeigt oder was hier gerade passiert auf der Soundbar. Wichtig ist, das Display lässt sich auch abdunkeln, das heißt für Leute, die es nicht so ganz so hell mögen, ist das natürlich eine super Funktion, haben auch nicht alle Soundbars. Sound kann ich auch schon mal sagen, Hammer, richtig geil, damit werden die meisten wohl, denke ich, zufriedengestellt werden, also die meisten in der Hinsicht mit dieser Kombination, wenn man dann noch die Rücklautsprecher holt. Dazu haben wir noch verschiedene Soundfunktionen, die wie bei den meisten, sage ich mal, Soundbars relativer Schwachsinn sind, muss ich einfach sagen. Meistens einfach auf Standard lassen, dann reicht das. Aber hier haben wir auch ein Mikrofon drin, das dann immer live abmisst mit AI, wie man momentan immer überall den Begriff hört. Mit AI wird dann quasi der Raum abgemessen. Und das funktioniert richtig gut und man hört richtig, wie er das live anpasst. Und ich habe jetzt hier in diesem Raum am liebsten mit AI gehört oder mit dem AI-Sound, weil dieser Raum sehr hallig ist und man viele Fallen, also viele Frequenzen, die dann wieder zurückkommen und dann hört sich das immer nicht ganz so schön an. Und hier hat das echt einiges ausgemacht. Der Bass war viel besser, die Bassfallen waren weg, genauso auch die Höhen. Hörte sich einfach alles viel, viel besser an. Fand ich richtig gut, egal ob Musik oder eben Filme. Und deswegen habe ich die Soundbar direkt auf AI-Sound gelassen, als ich mich so durchgehört habe. Die anderen, muss ich sagen, auch Gaming und Film, das verzerrt den Raum, also klang überhaupt nicht mehr natürlich. Würde ich also entweder im Standard oder AI lassen, aber kommt natürlich immer drauf an, bei den Gegebenheiten vor Ort, bei jemandem zu Hause. Also die Bedienung 1A, besser kann man eine Soundbar nicht mehr machen, von der Bedienung nicht mehr leichter. Genauso wie gesagt, ihr seht hier das Display, man kann hier alles drüber steuern über die Fernbedienung. Man kann das Handy super leicht einfach per Bluetooth koppeln und ab geht's. Wir können das Smartphone auch benutzen mit App als Fernbedienung, funktioniert natürlich auch. Also egal, welcher moderne Standard hier zu suchen ist, der ist auch hier drin zu finden. Egal bei den Soundfunktionen, also jegliche Soundformat, die man haben möchte, kann dieses Gerät abspielen von Hi-Res Audio, Dolby, Atmos, DTS:X und so weiter und so fort. Also das geht alles. Das geht alles, das ist super. MP3, Wave, OGG, das alles vorhanden, alles möglich. Also das besser kann man es halt gar nicht mehr machen. Wir haben hinten Anschlüsse. Haben wir ein HDMI-In und wir haben ein Optical-In und dann noch einen ARC-HDMI-Out, also ein Path-Through. Das heißt, man kann hier auch dann die Videosignale durchschleifen. Auch das macht ja alles mit 4K HDR10. Da müsst ihr euch auch keine Sorgen machen, das wird funktionieren. Und das macht diese Lautsprecherbox auch tadellos. Leistung haben wir hier 520 Watt an Soundleistung. Und ich muss sagen, ich habe jetzt die Soundbar mir ein bisschen angehört, die hört sich wirklich gut an. Ihr werdet auch gleich mal ein, zwei Soundproben hören, ist aber immer ein bisschen schwierig mit der Soundqualität, man muss ja eigentlich mit richtigen Abhörmikrofonen das richtig stellen, damit ihr ein Gefühl dafür kriegt. Aber ich versuche es trotzdem mal, dass ihr dann sagt, okay, das klingt schon mal ganz ordentlich. Und wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Trailer abspiele, dann hört sich das schon sehr, sehr gut an. Katie, du hast deine Eltern verloren. Wie war's heute? Du bist meine Nichte. Ich werde alles tun, sehr gut, damit du dich zu Hause fühlst. Ich würde sie einfach gerne wiedersehen.
die falsche. Ich kann nicht mal meine Pflanzen versorgen. Ich habe ein Projekt, da wo ich arbeite. Soll ich es dir zeigen? Ja. Schon als ich klein war, habe ich von dem perfekten Spielzeug geträumt, das dafür sorgt, dass ein Kind niemals einsam oder traurig ist. Das ist Megan. Hi Megan, ich bin Katie. Also man hört schon, es ist wirklich ein sehr kräftiger Sound. Ich habe jetzt hier den AI-Sound an. Ich lasse ihn auch an. Es hört sich einfach am besten an. Standard hört sich auch sehr voll dann an, aber ein bisschen dumpfer. Ich fand das mit dem AI-Sound hier in dem Raum hat super funktioniert. Oder funktioniert super. Auch wenn wir Musik anhören, hören wir mal hier so einen Haustitel kurz an. Dann klingt das auch wirklich nach was. Klingt voll. Wir können sehr laut machen. Also macht Spaß, haben wir auch mal eine kleine Party bei uns zu Hause. Also klingt kräftig, klingt super, also kann man so nicht sagen, das macht Spaß, sich anzuhören. This may make you better, or maybe to make you worse. Also ich finde, ein guter Klang. Gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Top. Für den Preis kannst du nichts sagen. 1A überzeugend, gerade mit dem AI Audio ist bislang dieses AI Audio, finde ich, so das Beste, was ich gehört habe, wie schnell sich das anpasst. Ich finde, es ist auch noch besser als das bei Samsung. Ich finde, man merkt richtig, wie schnell er sich an den Raum anpegelt. Das funktioniert richtig, richtig gut. Und man muss halt einfach sagen, die Bedienbarkeit ist halt unglaublich gut. Es geht super einfach. Und was mir gefällt, sie ist einfach so schön dünn. Sie passt überall gut hin und sieht dazu unheimlich gut aus. Wenn ihr diese Soundbar mal ausprobieren wollt, dann könnt ihr das bei uns hier bei Etrodo in Bocholt. Kommt einfach gerne mal vorbei, schaut euch ein bisschen um und vergleicht die vielleicht auch mal mit anderen Soundbars in verschiedenen Preisklassen, um einfach zu sehen, oh, was bekomme ich für das Geld, was bekomme ich für das Geld. Aber ich muss sagen, ganz, ganz schickes Ding und klingt unheimlich gut. Meine Empfehlung auf jeden Fall auch, könnt ihr ohne Frage euch einfach kaufen. Damit glaube ich oder bin ich fest davon überzeugt, dass ihr damit zufriedengestellt werdet. Und wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst gerne ein Like, abonniert den Kanal, Glocke drücken nicht vergessen oder kommt einfach mal auf www.etrodo.de, guckt euch dort mal ein bisschen um, was wir noch so haben. Wie gesagt, im Audiobereich haben wir auch ziemlich viel, sonst Haushaltsprodukte. Ihr seht das ja im Hintergrund. Wir haben eigentlich ziemlich viel.